Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung aus dem Hause Refactory. Heute geht es sich um den Smart Roller M, den Fließfilter von der Firma Refactory. Den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich habe lange auf einen Fließfilter gewartet, der tatsächlich bei mir reinpasst. Und ja, wir werden sehen, A, wie ist er aufgebaut, B, was kann er, Integration werde ich nicht so großartig drauf eingehen, die könnt ihr euch separat anschauen, da habe ich ein extra Video für gemacht. Ja, aber alles in allem, gucken wir erstmal, was wir kriegen und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Ja, ich würde sagen, fangen wir dann einfach mal an, dieses Riesenpaket hier mal zu öffnen. Dafür muss ich ihn einmal auf die Seite legen, um das Banner hier zu entfernen. Wir kriegen darunter einen weißen Karton. Ich habe den schon mal aufgemacht, habe mal reingeguckt, aber nur kurz. So, das Erste, was hier drin ist, ist natürlich unser Röllchen, unser Vlies, was wir hier einsetzen müssen. Steht auch extra die Größe drauf. Smart Roller M. Was nicht drauf steht, ist die tatsächliche Breite, aber ich meine, es wären 20 cm. Hahaha. ja. Dann haben wir hier noch einen Rohranschluss und den Motor mit Schwimmerschalter. So. Dann haben wir hier die Stromversorgung. Jede Menge Kleinteile, damit wir das anschließend vernünftig zusammenbauen können, also sprich die Aufnahme der Rolle etc. pp. Und ja, ich würde mal sagen, das eigentliche Gerät selber. Ne? Holen wir den mal raus hier aus seiner finsteren Verpackung. Und das ist ganz schön groß, das Ding. So, die üblichen Bedienungsanleitungen sind wieder dabei. Aufkleber, Garantiebedingungen, großer Karton, weg. So, legen wir das erstmal alles auf Seite hier. Und er ist also zum Teil vormontiert. Das, was man vormontieren kann. Und so schaut es im Moment erstmal aus. Also ist noch ein kleiner Bausatz, weil im komplett zusammengebauten Zustand ist es wahrscheinlich... ja, recht schwer und ich sag mal, nicht wirtschaftlich das Ganze zu versenden. So, dann haben wir hier den Einsatz. Ja, Netzteil, das übliche Spiel, denke ich mal. Genau, wie sollte es auch anders sein? Die üblichen Länder, 1, 2, 3, 4, den brauche ich. Den brauche ich auch. Die können leider Gottes in die Tonne, aber das ist halt Refactories Philosophie. Sie verkaufen halt in alle Herrens Länder und um jetzt nicht jedes Mal wieder zu sagen, das ist jetzt für Deutschland, das ist jetzt für die Schweiz, das ist jetzt für Australien, Amerika etc. pp. Amerika kommt sowieso ein anderes Netzteil dabei, glaube ich. Werden die halt mit reingelegt. Gleiches Spiel wie immer, beschriftet euch das Netzteil. Wobei, ich musste wieder mal schauen, was wir hier haben. Eigentlich momentan der Standard. Also das ist, glaube ich, nur der KH-Keeper, der ein anderes Netzteil drin hat. Müssen wir mal schauen. Ja, tun wir erstmal das Röllchen auf Seite und dann gucken wir mal an, was wir hier kriegen. Also wir haben einmal hier schon mal die Vorgabe außen aufgedruckt, wie das Ganze mit dem Vlies zu verlegen ist. Dann haben wir hier dementsprechend, wie gesagt, den Motor und ja, jede Menge Kleinteile. Ich würde sagen, ich mache mich mit der ganzen Sache mal vertraut, damit das hier auch einen gewissen Nährwert für euch hat. Und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Ach du Scheiße. Das soll ich alles machen. Verdammte Axt. So viel? Nein, Scherz beiseite. Es ist tatsächlich eine Kleinigkeit zu tun, weil dieses Gerät gleichzeitig, ich sag mal, für viele Becken und ja, Technikbecken-Varianten eingesetzt werden kann. Als erstes sollten wir erstmal überprüfen, haben wir sie auch alle.
Der Typ, der hier vor der Kamera sitzt, hat das sowieso nicht alle, das wissen wir ja. Wir haben hier einmal diese entweder Füße oder man kann sie auch andersrum einsetzen, wenn das Ganze eingehangen werden soll. 4 Stück. Jo. So, dann haben wir hier jede Menge Schrauben. Und zwar unterschiedlichster Größe, Länge und Durchmesser. Schütten wir mal alles aus, damit es hier alles durch die Gegend läuft. Und irgendwo hier ist auch wieder mal der obligatorische vorhandene Neodym-Magnet. Den packen wir wieder mal auf Seite. In die Schublade zu den anderen, damit er nicht so einsam ist. Ah ne, den brauche ich gleich noch. So, also eine Aufhängung. Das ist die Aufhängung für die für den Wasserstandslevel, Level-Sensor. So, dann haben wir hier eine Verschlussklappe und jede Menge Schräumchen. So, wie viel sollen wir denn haben? 11 Stück von den normalen, also sprich mit der normalen Gewindelänge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stimmt auffallend. Ich lege das mal hier vorne außerhalb des Bildes hin, damit das keiner sieht. Dann zweimal Ränderschrauben hier, etwas größer. Und fünfmal 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben mit kürzerem Gewinde. So, die packen wir dahin. Das packen wir auch hier vorne hin, damit ihr das erstmal aus dem Bild ist, damit ich hier ein bisschen Platz kriege. Gliedermaßstab. Ich bin unten schon gewesen und habe an meinem Technikbecken den Wasserstand gemessen. Ich werde hier die Variante machen, dass ich das Ganze auf Füße setze. Und von daher brauche ich dann auch den, wie gesagt, den Gliedermaßstab, damit ich den richtigen Wasserstand einstellen kann. Weil so wie er jetzt hier ist, haben wir hier vorne, hier ist Water Level. Und bis dahin haben wir dann ein und momentan, ich habe schon wieder vergessen, HIV, habe ich vergessen, 16 cm. Das heißt, wir müssen das Ganze noch ein kleines bisschen aufbocken, damit ich auf die richtige Höhe komme. So, dann haben wir einmal die Aufnahme hier oben. Die ist für die verbrauchte Seite. Dann haben wir hier unten die Aufnahme für die eigentliche neue Rolle. Wir haben einen Einsatz mit Durchmesser, blende ich euch mal wieder ein. Das hier drin sind 32 und da haben wir nochmal einen. So, und natürlich Stellmotor bzw. den eigentlichen Motor mit Schwimmerschalter und Stromanschluss. So, und natürlich das eigentliche Filtergehäuse. So, ich habe das Ganze jetzt hier vorne in der Bedienungsanleitung drin. Wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch als Rookie und dann schauen wir mal, wie wir das so hinkriegen. So ist zumindest der Plan. Was wir auch noch brauchen sollten, ein Schraubendreher. Ich habe jetzt hier mal wieder meine Frau enteignet. Ja, also ein süßes Schraubendreherchen hier. Mindestens 4 mm Breite. Hat den Sinn und Zweck, wenn das Ganze hier, Moment, habe ich hier auch, nehmen wir jetzt mal einen ganz feinen Schraubendreher hier, ganz schmal, der hat nur 2-3 mm, dann kann es sein, dass ich hier oben meine Schraube damit kaputt mache. Also sollte das Ganze ein bisschen breiter sein, damit die Schraube vernünftig gepackt. Achtet bitte darauf, das sind Kunststoffschrauben, dass die auch relativ zügig überlastet werden können. Und kaputt gehen können, also denken, drücken, sprechen. Also, ne, wer zu viel Kraft hat, egal. Lassen wir mal außen vor. Gut, in der Bedienungsanleitung steht erstmal Einsatz raus. Den ziehen wir raus, stelle ich mal auf Seite und das Schälchen hier unten drunter, beziehungsweise die Medienschale. Da haben wir ja noch die Möglichkeit, was drunter zu packen, dass das Wasser im Prinzip durchfließen könnte, um irgendwelche Filtermedien, die ihr gerne einsetzen möchtet oder könntet. So, packen wir mal dahin und dann gehen wir nächsten Schritt weiter. Jetzt wird als allererstes die Installation der Füße gemacht. Und zwar könnt ihr euch jetzt im Endeffekt aussuchen, ob ihr das Ganze hängend, weil wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, bin ich jetzt da auf der richtigen Seite.
Das ist aber eigentlich relativ wurscht, weil ihr könnt jeweils auf der einen oder auf der anderen Seite das Ganze als hängende Version machen. Und die Löcher geben euch dann die Möglichkeit, das Ganze dann einzurasten. Was ich jetzt allerdings brauche, ist eine stehende Version. Ich lege das Ganze mal so einfach hin, dann ist das nämlich für mich einfacher zu konstruieren bzw. zu bauen. Und wichtig an der ganzen Sache bei mir ist, ich muss die Füße nach innen haben. Haben sie auch so auf der Bedienungsanleitung stehen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir auf die 21 cm kommen, die ich als Wasserstand habe. Und dann gucken wir mal, ob ich da in irgendeiner Form mit den Löchern hinkomme. Ja, er kommt ein kleines bisschen höher. Ich denke, das wird erstmal nicht schlimm sein. So, da kommen dann jetzt erstmal 4 Schräubchen rein. Genau, ein kleines bisschen drücken. Ich werde gerade mal schauen, das sind tatsächlich nur die unteren Schrauben. Ich denke, ich werde das jetzt hier vorspulen. Hier bitte darauf achten, wie gesagt, nicht zu fest anziehen, handfest. Ja, ich weiß, handfest ist bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Von daher achtet einfach darauf, dass es nicht zu fest ist, weil nach fest kommt ab. So Leute, das haben wir zusammengesetzt. Jetzt kommen wir zum nächsten Part. Jetzt brauchen wir die Abdeckklappe hier. Die kommt hier oben auf die Seite und dafür brauchen wir, so wie es aussieht, eine Schraube mit kurzem Gewinde. Ich hatte gerade tatsächlich ein Gewinde gehabt, was nicht ganz so hundertprozentig war. Hier das vordere, das hat nicht direkt gegriffen. Ich bin dann hingegangen und habe das Ganze mit einem kleines bisschen Druck von oben, ich sag mal, draufgepresst. Man muss aufpassen, hier der untere Part, der ist etwas dünner, weil das hier angefräst ist. Also nicht zu viel Druck drauf ausüben. Es ist immer noch Kunststoff, Plastik. Und aber sie hat dann im Endeffekt gegriffen, ist drin. Also wie gesagt, nach fest kommt ab. Also da müsst ihr auch definitiv drauf achten. Gut, Kläppchen ist drauf. Genau, kürzere Schraube und jetzt kommt auf der anderen Seite, wird der Einlass montiert. Da kommen die Schrauben der Kategorie A rein. So, und hier haben wir halt die Möglichkeit durch diesen Aufsatz, den können wir tatsächlich so einstellen, so wie wir den haben wollen. Ich weiß, dass ich im Endeffekt hier direkt von oben das Ganze befüllen werde. Und das heißt im Endeffekt für mich, ich muss den jetzt erstmal ein bisschen verdrehen, weil genau diese Schraube da oben, also sprich die dritte, etwas versetzt steht. Ja, das ist ein bisschen tricky. Muss man bis auf den äußersten Rand drehen. Aber ich möchte sie auf der anderen Seite. Möchte der alle, da haben wir's, alle Schrauben drin haben. Sollen auch alle drei drin sein. So, jetzt kann ich das Ganze wieder verschieben. Jetzt ist die obere Schraube drin, hält das Ganze, damit es nicht rauskippen kann. So, und jetzt können wir hier weitermachen. Die hat gefasst. Und die obere habe ich jetzt handfest im Prinzip festgemacht. Ich kann es ja auch noch ein bisschen, wenn ich es nicht zu fest gedreht hätte jetzt. Moment. Weil das Ganze drückt sich gerade noch so ein bisschen ran, ist wie beim Auto mit den Reifen. So. Und die Schraube kann ja nicht nach oben weg. Also die könnte theoretisch sich lösen, aber ihr seht selber hier, haben wir dann dementsprechend einen Abstand und dann ist Feierabend. Da kann die also nicht weg. Aber sie sollte definitiv montiert sein, damit das Ganze nicht, aus welchem Grund auch immer, kippen kann.
So, jetzt kommt die letzte ihrer Art. Die sträubt sich natürlich wieder. Oder ich bin einfach mal wieder zu blöd, eine Schraube reinzudrehen. Da haben wir es. Ja, es ist nicht ganz so viel Platz, deshalb nehme ich dann lieber den Schraubendreher. So, und jetzt muss ich gerade eben mal gucken, ob ja, ist noch senkrecht. Alles senkrecht hier. So, zack. Einmal, zweimal fest dran montiert. So schaut es dann jetzt aus. Und hier haben wir im Prinzip das Verbindungsstück, was dann anschließend hier reinkommt. Ob es verklebt wird oder nicht, weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass das frei bleibt. Muss ich noch gucken. Weil irgendwie müssen wir das Ganze ja auch lösen können. Da muss ich sowieso noch schauen, wie ich das Ganze bei mir unten realisiere. Ja, legen wir erstmal auf Seite. Weiter geht's im Text. Jetzt möchte sie gerne den Motor montiert haben. Le Motor. Jener welcher hier. Und es gibt, glaube ich, noch nur eine Möglichkeit, das tatsächlich zu tun. Also so rum geht tatsächlich nicht. Da passen die Schrauben nicht. Also tatsächlich so rum. Ich lege das Ganze mal auf den Kopf, damit mir der nicht runterfällt. Ist natürlich jetzt gerade... Ich halte es fest und hoffe, dass nichts passiert. So, da kommen jetzt die restlichen kürzeren Schrauben rein. Denkt dran, nicht zu viel Druck ausüben, sonst wird's. So. Nach fest kommt ab. Nach ab kommt ganz ab. Wieder irgendwelche Sprüche, um euch hier zu belustigen. Jetzt hat sie gepackt. Kleines bisschen Druck ausüben und zack. Ja, sollte man dann, ich sage mal, im laufenden Betrieb, wenn man ihn dann mal auseinander nimmt oder rausholt, regelmäßig überprüfen, weil das ist definitiv eine Sache. Ich traue solchen Schrauben grundsätzlich nicht immer. Ich habe auch an den Ocean Motion vom Andy, da sind auch Kunststoffschrauben, die kontrolliere ich auch regelmäßig. Lösen sich nicht, aber ich habe ein eindeutig besseres Gewissen. Also fühlt sich für mich besser an. So, jetzt nehmen wir den hier und jetzt kommt hier der Wasserstand. Der Halter für den Wasserstandslevel dran. So, und den können wir... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben da die Möglichkeit, den so zu setzen, wie wir gerne wollen. Also es gibt tatsächlich hier drei Schräubchen. Und wir könnten den in der Höhe verschieben, so wie wir wollen. Ich mache ihn jetzt erstmal normal fest. Also wir können es tatsächlich noch ändern. Ich nehme eine unten. Dass wir noch die Möglichkeit haben, das nach unten zu schieben. Mal gucken, ob das mit den Schräubchen nebeneinander problemlos funktioniert. Ja, ist ein bisschen eng, aber es geht. Ne, passt er da rein? Ja, tut er. Und wenn die Schrauben direkt nebeneinander sind, dann kommen die hier aneinander. Ist aber in meinen Augen jetzt nicht weiter schlimm. Ich mache den erstmal relativ weit unten. Müssen wir dann noch gucken, ob der dann anschließend auch die richtige Höhe hat. Lässt sich jetzt dadurch mit der Variante, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, natürlich ein bisschen verschieben in der Höhe. Wir sollten darauf achten, dass es nach Möglichkeit gerade ist. Parallel zu der, ja, also hier zu der Kante sollte es parallel sein, damit der Sensor auch gerade sitzt. So, tut es jetzt. So, und jetzt kommt der Sensor gemäß Bedienungsanleitung mit dem Schwimmer nach unten. So, was ich jetzt allerdings mal wieder nicht sehen kann, liebe Refactory, ist, wo kommt das Gummi hin?
lassen wir jetzt erstmal außen vor. Ich packe das Gummi nach unten. Kann man wahrscheinlich auch nach oben packen. Den Sensor schön weit nach hinten. Handfest anziehen. So. Vorne S und hinten O. Dann haben wir das schon mal miteinander gekoppelt und verbunden. Und jetzt kommen wir eigentlich schon fast in den Finalbereich. So. Jetzt muss ich mir das mal gerade genau angucken. Du guckst mich an. So. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Hier ist kein Anfang und kein Ende. Könnte ich natürlich jetzt mit einem Messer einschneiden. Haha, sehr witzig. Ich will es nicht an mit einem Messer einschneiden. Könnte man wahrscheinlich. Aber ich versuche das Ganze. Da ist nämlich auch der Anfang hier. So. So, gemäß Zeichnung soll das Ganze jetzt erstmal exaktement so hier platziert werden. Habe ich richtig? Jo. Jetzt wird das Inlay reingepackt und ich muss das Ganze festhalten, damit wir auch anschließend hier noch Vlies haben. So, wird reingepackt, ja, läuft's weg, klar. So, zack, nach unten. So, jetzt ist das Vlies da drin. Ja, ja. Ich blende euch zwischendurch immer wieder die Bilder ein. So, jetzt kommt die Rolle hier. Und jetzt weiß ich auch wofür die längeren Schräubchen sind. Die hier, die sind nämlich von außen dafür da. Von außen nach innen, ja, richtig so. Oh, ich liebe Kunststoffgewinde, nämlich gar nicht. Die sind im Endeffekt dafür da, um diesen Korb, den ich jetzt gerade in der Hand hatte, zu fixieren, damit der nicht hochgezogen wird. Also der würde jetzt schon mit einer Schraube halten. Jetzt muss ich gucken bei meinem Platz unten im Technikbecken, ob das funktioniert mit nur einer Schraube. Aber an eine muss ich ja drankommen. So. Oh, blind. Ich muss das mal drehen. Ich bin dafür zu blind. So. Also wenn sie einmal das Gewinde hier gepackt haben, ich muss das auf den Kopf legen. Entschuldigung. Ach, da ist ja wieder diese. So. Wenn die einmal drin sind, sind sie drin. Dann ist das okay. Aber wenn das Gewinde nicht gepackt hat. Och, Menno. Wie gesagt, ich hasse Kunststoffschrauben. Ich versuche da mal anders hier. Genau. Ich habe jetzt mit dem Finger oben drauf Druck ausgeübt und habe dann gedreht. Also im Prinzip der Schraubendreher anders. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das Vlies schön verknittert. Ach du Schande, Bügelbrett gleich rausholen hier. So, ist drin. Und hier an der Seite befindet sich ein Schlitz. Der ist für das Kabel da. Das muss da unten drin sein. So. Und jetzt können wir hingehen und das Röllchen gucken, dass da keine Falten drin sind. Einhängen. Der hängt schon mal drin. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch tatsächlich fast final diese hier. Die Rolle an sich. So, und da habe ich gelesen. So, ziehen wir das Ganze mal ein Stück raus. Wir sollen das Ganze nämlich, Moment, die kommt an die Seite, weil der da oben, genau, dreimal da drum wickeln und dann soll das halten.
seid ihr jetzt richtig rum? Man könnte natürlich das Ganze auch befestigen. Das geht auch. Festkleben. Moment. So, weiter geht's im Programm. Also, wir sollen das Vlies festkleben. Ich habe mir jetzt hier Klebeband organisiert, was ich hoffentlich nachher... Ich mache es nicht zu... zu viel Klebestelle, weil ich, wie gesagt, ich will das Vlies ja nachher nach Gebrauch auch da wieder abziehen können. So. Die Seite kommt hier dran und wir wickeln immer zum Gerät hin, also in die Richtung. Das heißt, wir bringen das Ganze jetzt hier auf, gucken, dass das einigermaßen mittig ist. Oh, hoffentlich mache ich das richtig. Nein, ist nicht mittig. Ein Stückchen weiter rüber. So, sollte passen. Und dann sollen wir das Ganze dreimal. Eins, zwei, drei. Das ist wahrscheinlich jetzt mehr. So, und dann soll das da oben eingeklinkt werden. Jetzt muss ich gucken, wie das geht. Da. Zack. So, hier ist, das muss hier drüber. Ja. So. Jetzt ziehe ich das Ganze nochmal ein Stück zurück und das sollte jetzt, wie man jetzt hier sieht, hier ist es auch nochmal aufgefüllt, ist immer zum Gerät hinrollen, das sollte dann dementsprechend passen. Hübsch kompakt das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen. So, vorne S und hinten O und dann sollen wir das Ganze unter Strom setzen. Das tue ich jetzt ganz einfach mal. Bin natürlich wieder hervorragend vorbereitet, nämlich gar nicht. Und wir sollten manuell drücken, also hier oben steht manual. Und dann gucken wir mal. Es läuft. So. Der zieht da jetzt durch. Das passt hier auch alles soweit. Das sieht ganz gut aus. Gut. Das manuelle Aufwickeln sollte nur bei aufgelegter Vliesrolle erfolgen. Wenn sie nicht vorhanden ist, wird die Maschine blockiert. Okay? So, jetzt können wir wieder hingehen und das Mediengerät unten reinhängen. Das hat so ein kleines bisschen wahrscheinlich auch die Funktion, dass wenn das Wasser hier an den Seiten runterläuft, im höheren Level vermute ich mal, dass das Ganze, dass man irgendwie eine akustische Betäubung hat, weiß ich noch nicht. Ich kenne mich mit den Dingern noch nicht aus. Also für mich ist das absolutes Neuland. So, jetzt können wir im Prinzip hingehen und die Verrohrung hier anbringen. Das mache ich dann jetzt in den nächsten Tagen unten. Und dann werden wir das Gerät in den Bereich einbringen, wo ich es haben möchte. Und dann werden wir das Ganze, ja, im Endeffekt tatsächlich in Betrieb nehmen. So, jetzt gucke ich gerade nochmal eben. Wir haben hier an der Seite, hier steht Water Level und ich kann im Prinzip hier den Durchfluss seitlich ein bisschen regulieren, wenn es zu viel ist, vermute ich mal. Ja, und jetzt kommt die Verbindungsroutine. Verbindungsroutine überspringe ich aus einem ganz einfachen Grund, weil ich ein entsprechendes Video schon habe, verweise ich mal eben da oben drauf, da könnt ihr euch die Verbindungsroutine anschauen. Das ist alles gleich geblieben. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt mal um den Einbau, beziehungsweise um die Vorbereitung für den Einbau und schaue mir alles weitere hier nochmal an und dann sehen wir uns vom Aquarium wieder. Also in diesem Sinne, bis später. So Leute, ja, ein paar Tage später würde ich mal pauschal sagen. Es hat tatsächlich gedauert, weil mein Technikbecken nur bedingt teilweise für den Einbau eines Vliesfilters ja, zu gebrauchen ist. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Also Fakt ist, den Schacht, den ich da hinten habe, der hat die Maße, habe ich jetzt nicht im Kopf,
blende ich euch unten mit ein. Da passt das Originalgerät ohne dieses Anschlussrohr, was ich euch noch mal kurz mit einblende, ohne Probleme rein. Und ich gedacht, ja, passt. Erster Denkfehler. So, dann bin ich hier hingegangen und habe den Quersteg nach hinten weggenommen und habe gedacht, jo, das muss reichen. Denkst du, Schätzchen? Zweiter Denkfehler. So, dann habe ich ja da hinten im Prinzip die beiden Rohre, die da unten kommen. Und dann ist da eine Trennwand. Die Trennwand ist dafür da, damit das Wasser sich beruhigt, oben drüber geleitet wird und dann eigentlich in diesen über einen Filtervlies geleitet wird. Also sprich normale Wattevlies, was ich reinlegen kann. So, jetzt durfte ich in mühevoller Kleinarbeit inklusive Verletzung etc. habe ich diese, ja, ich sag mal, 1,5 cm dicke Acrylglasscheibe da hinten Stück für Stück rausgebrochen mit einer gereinigten Wasserpumpenzange, was tatsächlich nicht anders machbar war. Die ist eingelassen gewesen und hatte bei jedem Knack, den ich da gemacht habe, immer nur so ein Stückchen rausgeholt. Und ja, tatsächlich hat es so ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich da hinten alles rausgeknabbert habe, um den Fließfilter dann so einzusetzen, wie ich mir gedacht habe, dass es passen würde. So, jetzt haben wir auch seitlich auf dem Fließfilter, blende ich euch auch mal eben kurz ein, eine Wasserstandsmarkierung, die eigentlich eingehalten werden sollte. So, jetzt bin ich hingegangen und habe dann natürlich den Ausschnitt, den ich da hinten in diese geknabbert habe, so tief gemacht, dass das alles in einem Wasserstand ist. Jo. Was habe ich nicht beachtet? Dass da oben noch eine Rolle ist, die seitlich rausguckt. Das ganze Gerät war zu tief. Also, Kommando zurück. Zwei Stufen nach oben gesetzt, damit die Fließrolle seitlich eingesetzt werden kann. Also sprich, kurz drüber hängt. Und ja, das passte dann. Dann bin ich dann hingegangen und habe meine Verrohrung nochmal zusätzlich angepasst. Aber die ist dann ja, ich habe ja jetzt hier mit Winkeln gearbeitet. Ich habe jetzt keine Bögen mehr genommen, sondern Winkel, weil die halt schön kurz waren. Und die muss ich auch noch weiter einkürzen, weil ich tatsächlich einen relativ weit kurzen Weg nach unten hatte. Jo, hat auch soweit gepasst, habe ich auch hingekriegt. So, und dann denkst du, komm, lass das Ding einfach mal laufen und dann gibt das ein Spektakel da unten, weil das Gerät natürlich höher ist, als wie es eigentlich sein soll. Weil dieser Wasserstandslevel ist ja nicht für Nüsse da. Der ist ja tatsächlich dafür da, damit genug Wasser da unten drin ist, damit das Ding keine Geräusche macht. So, was nun? Ja, ich dachte, komm, geh hin und setz mal das Vlies ein. Und siehe da, tatsächlich, dadurch, dass ich dann seitlich diese Stellkammer, wo man halt noch den Wasserstand so ein kleines bisschen einstellen kann, komplett geschlossen habe, ist dann innerhalb kürzester Zeit das Wasser tatsächlich ruhig geworden und wie ihr hier jetzt hört, hört ihr nichts. Tatsächlich ist das Gerät jetzt vollkommen lautlos. Ich habe durch den entsprechenden, ja, durch die Klappe seitlich, durch diese Wasserstandsklappe, habe ich mein Wasserlevel im Filter so weit erhöht, dass das Wasser, was von oben runtergeschossen kommt, tatsächlich auch da unten, ich sage es mal, ins Volle läuft. Also sprich, vorher ist es ja, auch, als ich den Korb rausgeholt habe, ist das im Prinzip über die normale Höhe weggeschossen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich hingegangen bin und hatte den Hahn komplett zugedreht. Das Wasser von oben kam nicht runter. Ist also nicht weiter abgesackt. Der Wasserstand im Technikbecken ist nicht weiter gestiegen und. Es war auf jeden Fall höllisch laut und ich habe es im Endeffekt geschafft, tatsächlich das Ganze jetzt, ja, leise zu kriegen. Aber nicht so, wie es sein soll.
Es soll so sein, dass der Wasserstandsdeckel auf dem, auf der Höhe ist, wo dann auch tatsächlich die Markierung ist. Das heißt, ich betreibe es jetzt momentan so, wie es eigentlich nicht betrieben werden sollte. Aber es funktioniert, muss ich jetzt dazu sagen. Ich mache das Ding da unten mal auf und dann gucken wir uns den ganzen Kladderadatsch mal ein bisschen genauer an. Sofern man es sehen kann. Und ihr seht, hier unten ist noch das reinste Chaos. So, machen wir dauerhaft an. Und ja, wie man da unten sieht, das Ganze passt saugend da rein. Und ich blende zwischendurch mal ein paar Bilder ein, wie es dann jetzt auch tatsächlich hinten mit der Verrohrung aussieht. Die sieht jetzt so aus, dass wenn ich an dieses Gerät muss und das rausnehmen muss vollständig, muss der Abschirmer komplett zur Seite. Ich muss das Überlaufrohr hinten auf der rechten Seite losmachen. Ich muss das normale Rohr, da habe ich eine Verschraubung jetzt zusätzlich dran gemacht, die ich abmachen kann. Ja, der Abstand von hinten nach vorne, damit es runtergeht, da musste ich die entsprechenden Winkel auch noch kürzen zueinander, dass sie halt noch kürzer werden, als wie sie schon sind. Und ja, das funktioniert jetzt da hinten. Und der Filter läuft jetzt seit 3 Tagen circa. Ich gucke gerade mal hier in mein Dashboard rein. Und das blende ich euch auch mal kurz eben mit ein. So, ich habe jetzt 94% der Rolle noch über. Ja, Moment, ich mache hier mal die Bildschirmaufnahme. Ich bin schon wieder schlecht vorbereitet, wie immer. Aber das ist ja normal bei mir. So, dann nehmen wir das Ganze mal auf. Und ihr seht, ich habe jetzt noch 106 Tage Rest, was diese Rolle da unten wahrscheinlich halten wird. So, heute sieht man, hat es ein kleines bisschen mehr bisher verbraucht. Der Schnitt sind 35 cm am Tag. Heute sind wir bei 42 cm. Kann man so ein kleines bisschen hier unten nachverfolgen, was wir so ungefähr gebraucht haben. Das sind so die Durchschnittsverbräuche. Und daraus errechnet sich dann im Endeffekt auch dann die Restmenge, die dann tatsächlich ja, gebraucht werden kann. Was natürlich jetzt hier immer so eine Sache ist. Und das kommt dann im Endeffekt darauf an, was ihr hier noch zusätzlich mit einstellt. Ihr habt nämlich hier noch die Möglichkeit, die Wickellänge, also sprich die Länge an Material, die er ziehen soll, einzustellen. So, jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn ich die Wickellänge zu lang wähle, dann gebe ich natürlich wieder mehr Material, was frisch ist, frei und dann kann das Wasser, was da drin ist, kann wieder absacken. Also sprich, das steigt hier bis zu einem gewissen Pegel an, bis der Pegelschalter ausgelöst wird. Und dann sagt sich das Gerät, so wie ich es ja eingestellt habe, nach 30 Sekunden, so, wir müssen dann jetzt mal weitermachen. Und dann wickelt er 3 cm oder, wie ich jetzt hier auch nehmen könnte, 5, 6, 8, 10 und 15 cm. Nimmt er sich und zieht die weiter. So, wenn ich jetzt zu viel wegnehme, dann sackt das Wasser zu schnell ab. Das heißt, hier hinten, der hintere Teil, da wo ich einen festen Wasserstand brauche, der bewegt sich ein bisschen schneller. So, dann haben wir hier hinten, habe ich ja meinen Level-Sensor und der sagt dann in dem Moment, jo, Wasser ist da. Aber tatsächlich das Wasser, was nachgefüllt werden muss, ist dann im Endeffekt mehr. Also, zweitschneidiges Schwert. Ob man jetzt hingeht und einmal komplett wechselt und sagt, jo, brauche ich jetzt. Oder man wechselt halt immer nur ein bisschen. Da müsst ihr mir vielleicht auch mal eure Erfahrungen mit entsprechenden Geräten. Weil wie gesagt, Fließfilter ist für mich tatsächlich Neuland. Ist es sinnvoll, immer nur ein bisschen? Ist es sinnvoll, mehr ziehen zu lassen, wenn es einstellbar an anderen Geräten ist? Wäre mal interessant zu wissen. Fakt ist, er holt einiges raus, blende ich euch auch mal eben mit ein, was da oben auf der Rolle schon alles drauf ist. Das ist schon beeindruckend, was alles rauskommt und man sieht selber hier, also es ist sehr, sehr klar das Becken. Es ist
schön kristallklar. Es sind nur noch vereinzelt Schwebestoffe drin, die natürlich jetzt erst mit der Zeit nach und nach rausgeholt werden. Wie ich das jetzt mit dem Absaugen mache, weiß ich auch noch nicht, weil das Gerät ist so kompakt, da weiß ich noch nicht, wie ich da meine, ich sag mal, Filtersocke reinhänge, damit dann der Rest aufgenommen werden kann. Aber irgendwas bastel ich mir da noch. Aber Fakt ist, das Gerät ist drin, es ist angeschlossen, es funktioniert. Und es ist meiner Meinung nach, wenn es jetzt nicht so verbaut bei mir wäre, einfach zu bedienen, einfach tatsächlich in Betrieb zu nehmen. Ich habe natürlich jetzt hier tatsächlich die Problematik mit diesem vorgefertigten Becken, dass es nicht ganz so toll ist. Aber ich sag mal, wenn man jetzt hingeht und ein normales Glastechnikbecken hat, wo man Platz drin hat, dann ist dieser Fließfilter unheimlich einfach zu montieren. Er ist multifunktionell einsetzbar. Man kann ihn dranhängen, man kann ihn hinstellen. Die Höhe ist verstellbar, so wie man sie braucht oder wie der Wasserstand halt im Technikbecken ist. Also mein erster Eindruck bis jetzt ist, dass das Gerät gut ist und funktioniert. So. Und jetzt kommt das so. Wir haben hier auch wieder Teile dabei, die Refactory, ich sag jetzt mal, selber biegt. Und das ist jetzt wirklich ein Wermutstropfen, gerade für dumm, stark und wasserdicht wie meine Wenigkeit. Das ist die Halterung vom Schirmerschalter gewesen. Blende ich euch noch mal kurz mit ein, wo sie jetzt hier im Endeffekt ist. Problem an der ganzen Sache ist, die bricht unheimlich schnell ab. Also ihr müsst mit dieser Halterung wirklich filigran und vorsichtig umgehen. Mir ist er kaputt gegangen. Ich habe mir eine Ersatzhalterung selber gebastelt, weil ich einfach wieder mit zu viel Kraft zu viel Kraft eingesetzt habe, um das Ganze in Betrieb zu nehmen. Heißt nicht, dass das euch passiert, aber vielleicht solltet ihr damit ein bisschen mehr vorsichtig rangehen als meine Wenigkeit. Und das wäre wünschenswert, wenn diese Art von Halterung oder diese Art von Biegetechnik mal ein bisschen perfektioniert würde. Weil das ist eine Sache, die finde ich nicht ganz so gut. Muss ich auch jetzt ganz offen und ehrlich sagen, Refactory. Das Gerät ist super. Es ist von der Stabilität her, würde ich sagen, okay. Wo ich auch noch so ein kleines bisschen beim Zusammenbauen darauf hingewiesen. Unten, wo dieser Einschub ist für die Medien, da ist ja auch in dem Gesamtkorpus, blende ich euch auch mal kurz mit ein, zumindest die Schnittzeichnung, ist so eine Einfräsung drin. So, das Gesamtmaterial hier, die Stärke hier von dem Material ist richtig dick. So, aber diese Fräsung da unten, damit dieser Korpus da reingeht, die ist auch etwas dünner. Und das macht das Ganze unten natürlich ein kleines bisschen, ich sag's mal, ja, biegbar. Ob es bricht oder nicht, möchte ich tatsächlich nicht feststellen. Es wäre aber im Bereich des Möglichen. Deshalb seid bitte da mit vorsichtig. Nochmal, wie gesagt, ich musste hier wirklich mit allen Tricks arbeiten, um das Gerät überhaupt bei mir in diesen Schacht da hinten reinzukriegen. Und von daher ist mir das dann auch so ein kleines bisschen aufgefallen, weil ich die Füße eingeknickt hatte, um den rauszuziehen oder reinzusetzen. Und dann ist mir das halt aufgefallen, dass das da unten so ein kleines bisschen wabbelig ist. So, jetzt muss man allerdings sagen, wenn da unten der Korb drin ist, dann hebt sich das natürlich auch wieder auf. So, ich habe den Korb da hinten jetzt liegen, weil ich den als Medienfilter da unten tatsächlich nicht brauche. Also, ein paar Kleinigkeiten sind dran zu beachten. Wermutstropfen, würde ich sagen. Ist aber nichts Wildes. Wenn man weiß, worauf man zu achten hat und dann nicht so wie ich dumm, stark und wasserdicht mit roher Gewalt rangeht, weil er meint, er müsste das mal eben die Halterung verschieben, ohne die Schrauben zu lösen, ja, dann ist man das selber schuld. War ich auch selber schuld. Also von daher kann ich Refactory da eigentlich noch nicht mal eine Vorhaltung machen. Aber ja, was soll ich sagen? Ich bin nun mal so, wie ich bin. Also, alles in allem bin ich eigentlich von der Einfachheit her, so wie das Gerät aufgebaut ist, Aufbau, Zusammensetzen, Inbetriebnahme, so wie es jetzt tatsächlich arbeitet, bin ich begeistert. Der Einbau in meinem Technikbecken ist was für Experten und nur unter Eigenverantwortung zu empfehlen.
Von daher überlegt es euch dreimal, ob ihr da hingeht und die Zwischenscheibe rausbrecht. Vor allem im laufenden Betrieb. Weil Wasser rausholen war ja nicht. War ganz schlecht. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch das Ganze hier noch ein kleines bisschen näher bringen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge oder ich irgendeinen Mist erzählt habe, weil wie gesagt, Fließfilter ist für mich absolutes Neuland, dann schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mich an, die entsprechenden Kanäle kennt ihr und ich würde dann sagen, ich habe genug gelabert für heute und wir sehen uns im nächsten Video, was da wahrscheinlich entweder der Jahresrückblick bzw. Der Jahresschluss sein wird oder der Futterautomat, weil der kühlt nämlich auch noch. Und was ich euch auf jeden Fall für das nächste Jahr versprechen kann, wird sein die Reef Flare, die Reef Bars, die Base Pump. Habe ich noch was, was noch fehlt? Keine Ahnung. Sie kommen auf jeden Fall. Sie werden auch dementsprechend nicht hier vor Ort eingebaut, aber ich werde sie weitergeben. Dafür nochmal schon mal im Vorfeld ein dickes, fettes Dankeschön an die Reef Factory, dass ich das darf. Ja, ich stelle euch die Sachen vor. Wir gucken uns das alles genau an und ich gebe das Ganze weiter an den Thorsten. Und beim Thorsten wird das Ganze in Einsatz kommen und wir werden, ich sag mal, auch so eine Art Tagebuch da bei ihm einrichten, um ja, darüber zu berichten, wie es funktioniert, wie es läuft, wie sich die Technik gibt, damit wir das auch genauso wie hier bei mir, was hier im Einsatz ist, im Auge behalten können. Also, lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer dieses Video hier geschaut habt, aus einer anderen Dimension, wie auch immer. Lasst ein Däumchen da. Ich zähle auf euch. Schöne Feiertage. Bis denn. Euer Viper. Ciao.